Herzlich willkommen zu unserem kleinen Programmierkurs, wie wir das Game of Life programmieren in Python. Mein Name ist Frederik Weitz, so, und das Ganze läuft unter dem Unterbegriff oder Oberbegriff Programmieren durch Mitprogrammieren. So, wir hatten das letzte Mal den nächsten Zustand eines Pilzes abgefragt, hatten uns dazu eine Funktion definiert. Jetzt wollen wir die Abfrage auswerten. Und ich erinnere euch nochmal daran, jetzt geht es um Wahrheitsbedingungen, nämlich überlebt der Pilz, also hat er 3 oder 2 Nachbarn? Und das ist die eine Sache, hat er 3 oder 2 Nachbarn? Oder hat ein leeres Feld 3 Nachbarn? So, dann muss ein Pilz gesetzt werden, dann muss der entstehen. So, und das zeige ich euch jetzt, wie wir das jetzt hier machen. So. Wir definieren uns eine Funktion, lebt der Pilz weiter oder entsteht ein neuer? Fragezeichen. So. Und Dev Pilz Leben nenne ich das Ganze und mache, übergebe einen X und einen Y-Wert, Doppelpunkt nicht vergessen. So, was ich hier mache, ist auch wieder nur für einen bestimmten Wert oder eine bestimmte Position etwas auswerten. Das heißt, ich durchlaufe noch nicht das ganze Feld. Das hat seinen Grund. Ich könnte das Ganze jetzt natürlich auch hier oben mit reinschreiben, aber ein bisschen ist es der Übersichtlichkeit geschuldet, dass ich das in 2 Funktionen aufteile. So, es wird also nacheinander aufgerufen, beziehungsweise Pilzleben ruft dann die Funktion Nachbarzähler auf. Und gut. Das Pilzfeld muss ich mir hier global setzen, weil ich darin jetzt herumarbeite. Und wenn ich das nicht für, als global setzen würde, dann würde der die Funktion das Pilzfeld kopieren, sobald ich das anfange zu verändern, und würde das dann nicht mehr zurückgeben, was da passiert. Also es würde sozusagen in der Kopie würde etwas geändert, aber nicht im Original. Und die Kopie würde dann auch, wenn die Funktion verlassen wird, gelöscht. Und das vermeide ich, indem ich das, die Variable Pilzfeld auf global setze. So, dann habe ich jetzt aber eine lokale Variable, die setze ich auf false, auf falsch. Dann habe ich einen Counter oder einen Zähler, aber den nenne ich jetzt mal Counter, weil Zähler habe ich schon zu oft benutzt. Und dann rufe ich mir auf meinen Nachbarzähler. Übergebe die Werte x und y. Ihr seht, der schiebt jetzt erstmal die Werte hier weiter, ohne jetzt hier irgendwas zu machen. Das heißt, er ruft diese Funktion hier auf Nachbarzähler. Das ist das Erste, was er macht. Und jetzt kommt meine große if-Abfrage. So, if Pilzfeld x und y. So, und jetzt frage ich wirklich nach, auf diesem Feld sitzt dort eine 1 oder eine 0. Und beachtet hier auch wieder, ich habe keine Überprüfung der Wahrheitsbedingung genommen, weil 1 heißt für das Programm, das ist wahr, und 0 heißt, das ist falsch. Und ich prüfe jetzt erstmal, sitzt auf diesem Pilzfeld ein Pilz? Also ist dort, steht dort eine 1 für das Programm? Und wenn ja, dann soll er nachprüfen, ob der Pilz dort überlebt. So. Und das mache ich, indem ich abfrage if counter gleich 2. So, und jetzt setze ich ein logisches Oder hinein. Das mache ich, indem ich
Ja, auf eurer Tastatur wird das mit String und Alt und dann das kleine Als-Zeichen, also es sitzt alles ganz unten am linken unteren Ecken eurer Tastatur, da ist dieser Strich zu finden. Oder Counter gleich 3. So, und wenn das stimmt, dann überlebt der Pilz. Und lebt ist gleich true. So, jetzt setze ich mir meine Variable auf einen anderen Wert, in dem Fall. So. Und damit haben wir sozusagen die eine Bedingung gesetzt. Und else. So, und jetzt frage ich ab, ob das Pilzfeld 0 ist. So, und das mache ich, um jetzt abzufragen, entsteht dort ein Pilz, if Counter gleich 3. Also wenn es genau drei Nachbarn gibt, dann wird lebt auf wahr gesetzt. Und jetzt gebe ich zurück den Befehl oder die Variable lebt. Gut, das ist das Erste, was wir machen. Und als nächstes muss ich jetzt nachfragen, oder muss ich jetzt das ganze Pilzfeld berechnen. Und das mache ich, indem ich mir eine neue Funktion schreibe. Und die nenne ich Pilzfeld lebt. Hier übergebe ich keinen Wert. So, jetzt brauche ich global Pilz lebt. Bitte beachtet, dass ich jetzt nicht Pilzfeld auf global setze, sondern Pilz lebt. Also sozusagen die Kopie. Und jetzt hole ich mir hier mal wieder meine Schleifen. Die möchte ich jetzt nicht wieder alle neu schreiben. Also hier die beiden Schleifen, die hole ich mir jetzt mal nach unten. Also, Pilzfeld wird auf Überleben, Entschuldigung, berechnet und in dem Abbild Pilz lebt gespeichert. So. So, das ist das Erste. K oder dann nennen wir es jetzt lebt. So. Und jetzt holen wir uns hier aus Pilz Leben, holen wir uns zurück, ob der Pilz überlebt oder nicht. Und wir speichern das jetzt mal in derselben Variable ab, das eine lokale Variable ist, wird die anders behandelt als die hier oben. Also die hier oben wird mit dem Aufruf der Definition, mit dem Beenden der Definition wird die gelöscht. Deshalb kann ich die hier wieder verwenden, muss die aber trotzdem zuweisen. Pilz leben. Und hier übergebe ich jetzt die Werte i und j. Also die Schleifenvariablen übergebe ich hier. Und if lebt. Und jetzt muss ich hier auch nichts abfragen, weil der übergibt mir entweder ein True oder ein False, also ein Wahr oder ein Falsch. Und dann kann ich das einfach so machen. Pilz lebt an der Position i und j. Wird er jetzt auf 1 gesetzt und ansonsten wird, und jetzt kopiere ich mir das hier wieder die Zeile, und ansonsten wird er auf 0 gesetzt. So. Und jetzt hat er mir ein Abbild von der ganzen Funktion geschaffen.
So, also noch nicht das Pilzfeld selber verändert. Und das muss ich jetzt machen. Pilzfeld setzen. Auch hier wieder kein Übergabewert und global Pilzfeld. Jetzt setzen wir wieder Pilzfeld auf global und Pilzfeld ist gleich. Und jetzt kommt ein neuer Wert. Ich möchte nämlich, dass der sozusagen das gesamte Pilzfeld rüber kopiert und zwar davon eine echte Kopie macht. So, wenn ich das einfach nur zuweise, dann sitzt Pilz oder dann bekommt Pilzfeld nur einen Zeiger überwiesen, der jetzt auf Pilz lebt, zeigen würde, aber ich möchte eine wirkliche echte Kopie haben und das mache ich mit dem Befehl copy.deepcopy. Pilz lebt. So. Das erspart mir, dass ich nochmal eine Schleife mache, die das Ganze überträgt. Obwohl ich das jetzt auch machen könnte, aber ich möchte es jetzt mal so machen. Und dann habe ich euch auch gleich gezeigt, dass es hier einen Pilz gibt. So, das Pilzfeld wird aus dem Abbild übertragen. Und damit haben wir sozusagen unsere ganzen Sachen jetzt schon, naja, fast fertig. Wir müssen jetzt noch ein bisschen in der Hauptprozedur herumarbeiten, um dann zu sagen, dann werden Schleifen durchlaufen. Das werden wir in der nächsten Folge tun. So, das heißt, wir werden jetzt in der nächsten Folge nochmal an dieser Prozedur Pilz Unterstrich Spiel eine ganze Menge herumzuprogrammieren haben. Gut, so, das Video ist lang genug geworden. So, wir sind fast fertig und wenn euch das Video gefallen hat, dann drückt bitte einen Daumen hoch und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ich muss jetzt mal ganz schmerzlos.